Hallo Freunde und willkommen zurück zu Lords of the Fallen. Ich habe herausgefunden, welche Audiodateien wir bekommen haben. Und nur zur Info, ich werde nicht zurückgehen und alle Dingens durchsuchen. Alle Schriften an den Wänden zu entziffern. Da habe ich ehrlich gesagt nicht so die Lust drauf. Das ist es nicht. Nee, wir haben göttlicher Zorn, Feuer im Himmel, Gebete und schwerste Sünde. Nein, nein, nein. Hier. Ja, doch, das sind die vier, die wir bekommen haben. Das Reich des Gottes soll unberührt bleiben. Dies weiß man seit ewigen Zeiten. Wie konnten sie sich nur gegen Adir auflehnen? Bevor das Feuer erstickt werden konnte, breitete es sich aus. Es wurde zu einem Aufstand gegen einen Gott, die schwerste Sünde. Und? Wo war das jetzt? Alter Glaube, genau. Diese als Richter bekannten Ketzer meinten, siegen zu können. Doch die guten Menschen beteten. Sie beteten Tag und Nacht mit ihren Priestern. Adir erhörte sie. Er entsandte seine Herrscher, um den Aufstand zu beenden und seine Schar wieder in seine liebevollen Arme zu führen. Gekonnt, Haken. Ja, liebevolle Arme. Der Himmel stand in Flammen und die Nacht wurde zum Sag, bist du Tag. doof? Doch es war der Tag des Untergangs, denn das Feuer regnete vom Himmel und versenkte die sündige Erde. Die Ketzer, die Adir getrotzt hatten, brannten in diesen Flammen und das Feuer kannte keine Gnade. Es walzte voran. Wunderschön. Wie gesagt, Adir ist scheinbar nicht gerade der netteste Gott. So Sternzwillig haben wir auch geschah irgendwann es, bekommen. dass die Herrscher auf der Okay. Erde wandelten, entsandt von Adir selbst. Doch sie wurden nicht in Demut begrüßt, sondern von Ketzern bekämpft. Die wunderbarsten Geschöpfe unseres Gottes wurden angegriffen und sogar erschlagen. Als Adir sah, was die Menschen getan hatten, wurde er sehr zornig auf die gesamte Menschheit. Habt ihr euch die Viecher mal angeguckt? Das sind keine herrlichen Wesen, würde ich mal behaupten. So einfach, Ohne Adir streifen die Ketzer frei herum. Ach, verdammt. Okay, nochmal, Moment. Moment. Ohne Adir streifen die Ketzer frei herum. Ich kann sie hören. Sie erfreuen sich an ihrem Sieg und ihr Werk ist noch nicht vollendet. Das Blut der Diener Gottes rinnt durch die Straßen. Sie erwarten, dass wir uns fürchten, doch wir sind bereit, mit unserem Gott zu sterben. Wer wollte schon in einer Welt ohne Gott? Mal kurz ein bisschen rumrollen. So, wir sind wieder hier angekommen. Okay. Wo ist dieser Vernichter jetzt? Ich habe doch keine Ahnung, Leute. Schön. Okay, voll durch die Wand. Ist in Ordnung. Du verreckst am Gift, habe ich gehört. Nein, gar nicht. Fuck, fuck, fuck. Ich habe keine Ahnung, wo der letzte Rohrherrscher sein soll. Ich meine, von hier kamen wir ja ursprünglich, oder? Ja, hier ist der Dingens gewesen. Waren hier schon immer Tyrannen? Nein. Sonst hätte ich die Herzen von denen schon.
Ach ja, wir wollten auch noch mal nach dem Typen suchen mit dem Schädelfetisch. So, brich mein Herz. Okay, wir haben wahrscheinlich so und so viele Herzen gerade gefunden. Also das so und so fehlte Herz gerade. Ich jetzt wüsste, welcher von den beiden Roga-Herrschern, Tyrannen, wem das Herz gehört hat, ne? Machen wir das mal einfach. Ich muss mal eben kurz raus. Hey, komm, nimm das Herz mit. Achso, können wir das Herz nicht nehmen, weil wir... Au. Au. So. Und zumindest beide Herzen. Ach, verdammt. Ich hätte schon so ausgelöst, warum sagt mir das eigentlich keiner? Hallo. Danke. Die Herrscher kamen, um den Aufstand niederzuschlagen. Es gab keine Gläubigen oder Ungläubigen mehr. Es gab nur den Tod. Doch die Richter waren standhaft. Sie schrien nach Freiheit. Adirs Zorn wuchs. Haben wir hier schon mal drin? Ich glaube schon, oder? Ich meine, hier waren wir schon mal drin. Ich kann ja mal kurz gucken gehen. War das nicht das mit diesen unglaublich vielen Giftrunen auf dem Boden oder so? Ja, wir waren hier schon. Gab es einfach nur die Truhen? Okay. Ja. Wie kommen wir zu dem Typen hin? Ich glaube nicht, dass wir da rein wollen. Das ist so ein Mage. Das wird diesen roten Zauber sein. Ach, schön. Eieiei, also mittlerweile haben wir eine ganz schöne Siegesserie angesammelt. So, irgendwo war ein Geist. Kümmern wir uns gleich drum. Erstmal. So, eine Bärenfalle liegt da noch, die können wir aber ignorieren. Wollen da ja eh nicht reintreten. So, wo ist denn der Geist hin? Jemand interagieren? Nö. Hier waren wir auch schon. Da ist der Geist. So. Warte mal kurz, weil da wird wahrscheinlich gleich wieder was explodieren, ne? Es noch nicht so ganz. Ja, von hier kamen wir.
verwirrt. Ich weiß nicht weiter. Mal wieder. Das ist doch uncool. Ja, wir könnten mal auf die Ostgalerie rüberhüpfen. Der Zauberer zaubert. Auf. Moment. Wo ich war und wo ich hin muss und überhaupt. Das ist vorteilhaft. Die machen Schaden, die Typen. Ja, das war leider zu erwarten. Der uralte Tempel ist verschwunden. Es ist besser so. Auch die Roga sind verschwunden. Und der Gott fand sein Ende. Ein neues Zeitalter ist angebrochen. Das Zeitalter der Richter. Hier werden neue Tempel bauen, um die Richter zu ehren, die diese Welt befreiten. Ich wollte gerade sagen, hier waren wir doch eigentlich schon. Warum liegt hier was rum? Hier ist ein Energiesplitter. BTF. Alter, du kleines Mistviech. Das haut ganz schön oft zu. Schön. Das erklärt mir trotzdem nicht, wie ich zu dem Boss komme. So, wir wissen nur, Jedgar ist hier hinten reingelaufen. Die Westgalerie. Das war's, mehr wissen wir nicht. Wir machen voll viel Schaden, das ist voll unfreundlich. Nehmen halt gefühlt auch einfach keinen Schaden. Also schon, wenn wir sie physisch angreifen, aber ihr wisst, was ich meine. Blitzwiderstandssplitter. Ich glaube, die haben wir noch gar nicht gefunden. Ich glaube, die sind auch das Einzige, was gegen diese komische Aura von den Kleinen hilft. So. Dankeschön. Drecksack. Wir da hin, ne? Wow. Du warst eben nicht ziemlich sicher. Hässliches Viech. Die Tür ist verriegelt wahrscheinlich, ne? Können wir noch nicht mal öffnen. Hm, hm, hm. Ach, guck mal. Jetzt ist hier plötzlich so eine Art Weg zu dem Kerl hin frei. Ja gut, dann weiß ich jetzt, wo wir lang müssen. Das ist auch viel wert. Ja komm, explodier halt.
Irgendwie, ich habe nicht das Gefühl, dass man die irgendwie aufhalten kann. Dann ist so ein Geist, so ein hässlicher. Gerne irgendwie was von wegen Speicherpunkt oder so. Na dann, gucken wir mal, was jetzt passiert. Halt! Lass ihn in Ruhe! Was? Das ist es, was ich gesucht habe. Er ist es! Was? Diese Kreatur? Erwartest du, dass sie mit dir spricht? Hast du verstanden, was er gesagt hat? Er weiß, warum ich hier bin. Ich glaube, er sagt, dass mir nicht viel Zeit bleibt. Ah, na gut. Wenn's dir wirklich so wichtig ist. Ja. Na, du bist ja sexy. Verschwunden. Ja, bei der Hand genommen, ne? Im Sinne von... Ja, verschwunden. Sie war die letzte Frau hier. Ja, das stimmt wohl. So. Wie kommen wir jetzt da runter? Wo ist jetzt der... Diese Arena, die wir gerade eben kurz gesehen haben? Ist die hier unten drunter oder so? Ich sehe halt nichts. Na toll. Keine Ahnung, was das jetzt gebracht hat, dass wir ihn am Leben gelassen haben. Außer, dass Jedgar uns... Also zumindest nicht pissig auf uns ist. Ja, das hat sich ja richtig gelohnt. Hallo. So, der Nordrand. Trotzdem gern mal nochmal so ein Speicherkristall, den wir uns mal holen. Oh. Arsch. So. Verreckst langsam am Gift. Da mit dem letzten Schlag sind wir durch und durch. Ich wusste, dass ich eigentlich weg will, aber hat halt nicht mehr funktioniert. So, Fangstich. So, direkt in die dritte von vier Phasen. Hierfür. Es fehlen 1700 noch was. Das kriegen wir hin. Großschwert bekommen. Toll. Großschwerter-Spieler. Geh weg und hab mit deinem Herrchen was zurückquatschen. Nur 88 geht für den und für den nochmal 300 noch was. Das reicht definitiv nicht. Wird immer noch von der anderen Seite blockiert. Na toll. So, wir können aber theoretisch, müssen wir kurz versuchen können, kurz gucken, ob die Typen wieder da sind. Weil dann kriegen wir auf jeden Fall, ja, die sind wieder da. Das heißt, wir kriegen auf jeden Fall genug Erfahrungspunkte für das Level.
Bridge aufgetaucht. Er lebt noch. Ist ja voll und freundlich. So. Mage Nummer 1. So. Der zweite hat sich wieder verzogen. Okay. Kann ich mit leben. Bin ich jetzt nicht schade drum. So. Stich für dich. Ich nehme lieber ein Schild. Sicher, sicher. Auch wenn das nichts bringt. So. Und falls ein Gift. Dankeschön. So, das reicht jetzt aber. Definitiv. Jetzt einmal austauen und Mentalität holen. Dankeschön. Ach, guck mal. So, komm. Du darfst jetzt. Mehr. Wir haben ihn scheinbar einmal mit erwischt. Das war ganz praktisch. Jetzt, ja, die Tür ist wahrscheinlich immer noch von der anderen Seite blockiert. Toll. Ich bin maximal verwirrt, aber das habe ich glaube ich schon mal gesagt. Gehen wir mal nochmal lang mit den Spinnen und so. Vielleicht war da noch was. Ansonsten muss ich echt mal gucken, wie wir. Den Scheiß abziehen und wo ich nicht an dich ran will. Aua. Macht immer Schaden, ey. Das ist echt nicht freundlich. Aua. So. Wo muss ich da hinten jetzt hin? Wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. So. Hallöchen. Ich dachte, ich bin fest davon ausgegangen, dass es gegen die Dings fallen wird. Gegen die Wand. Ja, und wir werden die ganze Zeit zwischen Kammereingang und Nordseite zum Nordhang hin und her geswitcht. So, okay, weg. So. Hallöchen, Spinni. Bist du runter? Dankeschön. Mistfisch. Da hängt noch eine. Können wir die Tür immer noch nicht aufmachen? Nein, natürlich nicht. Wäre ja zu einfach. Sicher. Aua. Bist du jetzt noch da hoch? Meine Güte. Hartnäckige Mistviecher, ey. Halleluja. Allesamt. So, da hinten wäre noch was. Ach, guck mal. Ah. So haben wir einen Shortcut. So, hier platzieren wir eine Rune. Und gucken mal. Wir haben Stabgriff und Rückgratschlitzer. Stabgriff ist aber ein Questgegenstand. Interessant. Ja, das sind ganz viele von euch kleinen Mistviechern. Noch eins von den großen. Ach.
Ja, ich weiß mit dem Stich. Ja, hab ich das einfach gemacht. Dich habe ich irgendwie übersehen. So, hier ist nochmal Schmied. Schmied brauchen wir gerade nicht. Ach genau, hier ging es wieder hoch. Wo kamen wir hier nochmal aus? Genau, stimmt. Und hier war das, wo ich mal rüberspringen wollte, eventuell. Was ist eigentlich hier mit dem Licht los? Das sieht voll ungesund aus. Nein, das ist kein Bildfehler bei euch, das ist leider ein Bildfehler bei mir. Ich hasse diesen Zauber. Vor allem hasse ich es, wenn Zauberer sich einfach hinter einem teleportieren. Das habe ich schon mal gesagt, Kumpel. Lass den Scheiß. So, verreck am Gift. Los, stirb. Dankeschön. Wir haben schon wieder nur einen Gesundheitstrank. Das gefällt mir so gar nicht. Oh. Wir haben keinen Gesundheitstrank mehr. So. Na, komm her. Komm. Oh. Ich wollte da mal rüberspringen auf jeden Fall, das weiß ich noch. Ja, dann sind wir da hinten wieder. So, Lächeln. Jetzt hat er da echt so eine scheiß Falle hingesetzt. Das ist voll unfreundlich, Kumpel. Ich hoffe, dass ich trifft. Die Falle ist auch irgendwie verschwunden. Okay, finde ich gut. Schlüssel zum rechten Flügel. Ah, guck mal. So. Hier war Tyrann. Das Problem ist. Ah, du hast da auch direkt dein Herz. Okay. So. Hier hin. Waren wir noch nicht. Da hinten steht wieder so ein... Ach, einer von euch. Ich wusste doch. Irgendwas ist da links. Sonst wird der da hinten nicht noch stehen. Komm. Komm, beeil dich. Ich will dich kontern. Ich dachte, ich will dich kontern, nicht. Ich will von dir mit dem Schild geschlagen werden. Dann halt so. Wer nicht hören will und so, ne? Warten wir mal kurz auf den Zauber. Ich hätte trotzdem gerne mal wieder einen Speicherkristall. Ich habe wieder viel zu wenig Leben. Vor allem haben wir halt keine Heiltränke. So. Da hinten ist so ein Geist, da brauche ich meinen Zauber für. Du. Ach, guck mal. Ich jetzt noch genau wüsste, wo wir hier sind, ne? Ja, die Leute zumindest schön, die kleinen Viecher hier. Geschafft, einen von denen zu töten. Kleine versiegelte Truhe. Toll. So, da hinten den Zauberer bzw. den Geister. Ich hoffe, Stich kommt soweit. Das wäre voll gut. Yes.
Nice. Und noch ein Zauber. Aua. Das ist kein Gebiet, wo ich einen Zauberer bekämpfen will eigentlich. Wow. Zauber gelockt. Echt jetzt? Das wollte ich nicht. Okay. Wow. Ich wollte Magiehandschuh wirken. Gibt es nicht noch irgendwas, womit wir uns heilen können? Unten ist ein Heilsplitter. Toll. Also so ein Speicherkristall. Wir werden sterben. Definitiv werden wir sterben. So. Ist jetzt auch wieder in so einen Angriff gelockt, in den nervigen. Gucken wir uns zumindest hier noch die Truhe schnell. Oh, ich dachte gerade, der tritt uns jetzt noch. Das wäre unser Untergang. Ja, ich möchte eine Rune platzieren. Schnell, lass mich hier durch. Ach. Oh. Yes. Fuck yeah. Okay, wir haben es irgendwie geschafft. Oh, shit, Alter. Wieso können wir eigentlich immer nur drei... Wie kriegen wir nur drei zurück? Das ist voll unfreundlich. Puh. So, okay, wir sind hier. Da wissen wir zumindest gerade, wo wir sind. Ich weiß nur immer noch nicht, wie wir an den letzten Boss kommen. An den nächsten Boss kommen, an den Vernichter. Den haben wir ja schon mal ganz kurz gesehen, eben. Aber wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie wir drankommen. Das werde ich auf jeden Fall mal dann nachgucken, weil ich möchte jetzt hier nicht fünf Jahre rumsuchen, um ihn dann zu finden. Nur um zu merken, oh, du hast mal wieder einen Weg übersehen. Wobei, wir haben einen Schlüssel bekommen. Da müssen wir mal gucken, ob wir damit was anfangen können. Auf jeden Fall, das war's für heute von Lords of the Fallen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns morgen wieder um 13 Uhr. Bis dahin, ciao, Freunde.